Vor 10 Jahren begann der Krieg gegen den Irak. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Die Gründe für den Krieg waren erfunden. US-Außenminister Powell präsentiert der Welt Lügen. Alles, was ich heute sage, ist durch Quellen bewiesen. Die Quelle? Ein Iraker in Deutschland. Er hat mir nicht gesagt, dass er vom Geheimdienst ist. Seine Aussagen lösten einen Krieg aus. Mir war klar, das ist ein gewollter Krieg. Dies ist die Geschichte von Wunschdenken, Skrupellosigkeit und Lügen. Der 11. September 2001. Rauchschwaden über New York. Die Supermacht ist schwer getroffen. Amerika steht unter Schock. Die Menschen fürchten sich vor weiteren Angriffen. Obwohl die Terrororganisation Al-Qaida schnell als schuldig feststeht, gerät auch der irakische Diktator Saddam Hussein ins Visier des US-Präsidenten. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Solche Staaten und ihre terroristischen Verbündeten bilden eine Achse des Bösen. Sie bewaffnen sich, um den Weltfrieden zu bedrohen. Beweise dafür, dass der Irak Al-Qaida bei den Anschlägen am 11. September unterstützt hat, gibt es nicht. US-Präsident George Bush will trotzdem in den Krieg gegen den Irak ziehen. Er ist überzeugt, dass das Land eine Gefahr für die USA ist. Den Kriegsgrund wird er mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes finden. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die in Zirndorf bei Nürnberg beginnt. Das Aufnahmelager für Asylbewerber. Hier kommt am 30. Dezember 1999 ein irakischer Flüchtling an. Er ist Chemieingenieur und sucht Asyl in Deutschland. Er wird später den USA den entscheidenden Grund für einen Krieg gegen den Irak liefern. Eine der folgenschwersten Lügen unserer Zeit. Sein Name? Rafet Ahmed Alwan. Heute lebt er in Süddeutschland unter einem neuen Namen. Mein Traum war der vieler Iraker. Ich wollte, dass Saddam vertrieben wird, aber es war allen bekannt, dass jeder, der gegen Saddam Hussein war, erschossen wird. Die Behörde in Zirndorf legt eine Akte an. Ein Chemieingenieur aus dem Irak. Die Beamten werden hellhörig und informieren den Bundesnachrichtendienst BND. Es folgt eine intensive Befragung. Der Mann hatte gehört, ich sei Chemieingenieur. Das könne wichtig sein für die deutsche Regierung. Dass er vom BND war, hat er mir nicht gesagt. Es stellte sich heraus, wohl im Asylantragsverfahren, dass er gearbeitet hat in einer Firma, die eingebunden war in die irakische Rüstung. Und von daher war er einfach interessant als Informant. Für den Westen sind Informationen über das Waffenarsenal des Irak wichtig. Seit der irakische Präsident Hussein 1998 alle UN-Waffeninspektoren aus dem Land warf, ist unklar, wie viele Waffen der Diktator hat. Und Saddam Hussein gilt als skrupellos. Er hat bewiesen, dass er sogar bereit ist, Giftgas einzusetzen. 1988 lässt er die kurdische Stadt Halabja mit Senfgas, Sarin und Tabun angreifen. Bis zu 5000 Menschen sterben. Was weiß der Chemieingenieur über Massenvernichtungswaffen im Irak? Der BND glaubt, einen Top-Informanten gefunden zu haben. Er kennt viele Details und berichtet ausführlich über Waffen- und Forschungsprogramme im Irak. Er darf in Deutschland bleiben und bekommt vom BND ein Honorar. 3000 Euro im Monat. Es gab dann einen durchaus intensiven Kontakt. Er hat eine Menge wertvoller Informationen geliefert, soweit ich das beurteilen kann. Ein Großteil seiner Informationen waren überprüfbar und waren durchaus wertvoll für die Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes. Damit hat der BND allen anderen Geheimdiensten etwas voraus. Einen Insider,
aus dem Irak. Ich sagte ihnen gleich, dass der Irak Chemiewaffen produzieren kann. Nachdem ich wusste, dass es die Deutschen interessierte, bestätigte ich es ihnen nochmal. Sie fragten nach technischen Details, Diagrammen und Zeichnungen. Ich erzählte ihnen, dass ich an den Projekten beteiligt gewesen war. Er berichtet dem BND von seiner Arbeit in einer Fabrik in Djerf al-Nadaf am Rande Bagdads. In der Samenzuchtstation sollen mobile biologisch-chemische Waffenlabore stationiert sein. Ich habe 7 oder 8 Monate in Djerf al-Nadaf in der Saatgutzucht gearbeitet. Ich war der verantwortliche Manager für das Projekt. Wir wollten die Qualität des Saatgutes verbessern. Der Bundesnachrichtendienst gibt die Verhörprotokolle an die britischen und US-Geheimdienste weiter. Es gab ein durchaus eingespieltes Verfahren, dass man bestimmte Erkenntnisse austauschte mit den anderen Diensten. Und dann ist ja immer die Frage, kann man das bestätigen? Wie werthaltig ist die Information? Gibt es Erkenntnisse, die dem widersprechen? Und das ist auch in diesem Fall geschehen. Man hat die Informationen weitergegeben mit der Bitte und Frage, bitte überprüft das doch mal. Ist das in sich schlüssig? Ist das plausibel? Könnt ihr das bestätigen? Die Amerikaner geben der Quelle aus dem Irak den Codenamen Curveball. Die CIA benutzte das Wort Ball für Überläufer aus dem Ostblock, die Informationen über geheime Waffen preisgaben. Ein Curveball ist ein schwer berechenbarer Ball beim Baseball. Die CIA-Agenten sind beeindruckt. Es klingt nach der Information, die sie schon lange suchen. Er erzählte, ich sah Unfälle mit vielen Toten. Ich sah ganze Waggons und Lastwagen mit Kampfmitteln. Manche Aussagen waren sehr detailliert, bis hin zu einzelnen Pumpen und Ventilen. Der BND möchte Curveball für sich behalten und lehnt es ab, ihn den Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Die Deutschen sagten uns, er möge Amerikaner nicht, er spreche kein Englisch. Außerdem würde er nur gegenüber Deutschen aussagen. Ende 2000 kommen erste Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Topquelle Curveball auf. In Dubai treffen BND und CIA-Agenten Curveballs ehemaligen Chef Dr. Al-Sati. Sein Sohn soll laut Curveball in Waffengeschäfte für den Irak verwickelt gewesen sein. 1995 war mein Sohn erst 16 Jahre alt. Er ging nach England, um einen Sprachkurs zu machen. Wie konnte er da in Waffengeschäfte verstrickt gewesen sein? Niemals. Danach wurde ich von den Deutschen mit den Aussagen konfrontiert. Sie sagten, wir haben Al-Sahati getroffen und er streitet alles ab. Ich sagte ihnen, Dr. Al-Sahati ist eine respektierte Person im Irak. Sie müssen selbst entscheiden, wem sie glauben. Sie sagten, dann glauben wir Dr. Al-Sahati. Hat Curveball also alles erfunden, um sich wichtig zu machen und eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen? Die Person, die Curveball am besten kannte, war sein enger Freund und Chef Al-Dulaimi. Hier Bilder von Curveball auf Al-Dulaimis Hochzeit. Er kannte Curveballs große Schwäche. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich muss wirklich sagen, dass er ein unglaublicher Lügner ist. Wie kommen Sie darauf? Weil er immer Geschichten erfunden hat. Sein Spitzname war Rafet der Lügner. Er ist ein Spion, er ist ein Hochstapler. Das ist ein Desaster für die ganze Welt, nicht nur für den Irak. Schon damals sprechen Satellitenbilder gegen Curveballs Aussagen. Hier die Fabrik in Djerf al-Nadaf nahe Bagdad, in der er gearbeitet hat. Er gibt an, dass schwere Sattelzüge ans Lagergebäude gefahren seien. Doch die Bilder zeigen, dort ist gar nicht genug Platz, um mit Lastwagen zu rangieren. Außerdem steht eine fast 2 Meter hohe Mauer im Weg.
Im Frühjahr 2001 beendet der BND in Absprache mit den Diensten Israels, der USA und Großbritanniens die Verhöre. Curveball gilt nicht mehr als verlässliche Quelle. Nach über einem Jahr wird er abgeschaltet. Der ehemalige Top-Informant muss sich sein Geld jetzt mühsam verdienen und in Erlangen Hamburger braten. Der Fall Curveball scheint erledigt, abgelegt im BND-Archiv. Man hatte alle Informationen abgeschöpft. Man konnte bestimmte Informationen nicht verifizieren. Und damit war der Fall zunächst, ich sag mal, von der Aufklärung her, ja, ausgeschöpft. Denn Curveball war ja, ich glaube, bis 1998 nur im Irak. Er hatte ja nur einen ganz beschränkten Zeitraum, den er beurteilen konnte. Für uns war natürlich wichtig im Bundesnachrichtendienst, aber für alle anderen westlichen Dienste auch, wie ist die Zeit denn danach zu beurteilen, nach 98? Wurden diese Bemühungen fortgesetzt oder wurden sie eingestellt? Dazu konnte uns Curveball ja keine weiteren Erkenntnisse liefern. Der 11. September 2001. Die US-Regierung hat sofort auch den Irak im Visier. Sie will das Land angreifen und Saddam Hussein vertreiben. Ein Berater von Präsident Bush, Richard Perle, spricht es gegenüber CIA-Chef George Tenet aus. Er sagte mir im Weißen Haus, Irak muss den Preis für das bezahlen, was gestern geschehen ist. Sie sind verantwortlich. Es ist der 12. September und ich habe den Bericht dabei, der besagt, dass Al-Qaida es war. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Irak irgendetwas damit zu tun hat. Noch während ich den Präsidenten informierte, dachte ich die ganze Zeit nur, wovon zum Teufel spricht Perle? What the hell is he talking about? Präsident Bush ist umgeben von Politikern der Neokonservativen, einer radikalen konservativen Strömung. Richard Perle, Vizepräsident Dick Cheney und der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz gehören dazu. Ihr Ziel? Die Dominanz Amerikas in der Welt zu sichern. Sie forderten schon in den 90er Jahren mehr Militäreinsätze und einen Regimewechsel im Irak. Dieser Einfluss der Neokons, der war ideologisch getrieben, unglaublich ideologisch getrieben. Mir war das zum ersten Mal klar, als ich wenige Tage nach dem 11. September im Pentagon mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Wolfowitz diskutiert habe. Und er hat mir dann die Strategie dargestellt, und nämlich, dass es jetzt eigentlich um einen neuen Weltkrieg geht gegen den Terrorismus. Für die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer eine heikle Situation. Wie soll sie mit dem Kurs der US-Regierung umgehen? Der amerikanische Präsident zeigt sich immer entschlossener. Doch noch fehlt ein legitimer Grund für den Krieg gegen den Irak. Irak verhält sich weiterhin feindlich gegenüber den USA und unterstützt Terroristen. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet das Regime an Milzbranderregern, Nervengas und Atomwaffen. Es ist ein Regime, das bereits Giftgas benutzt hat, um tausende eigene Bürger umzubringen. Sie ließen die Körper der toten Mütter über ihre toten Kinder gebeugt liegen. Es ist ein Regime, das internationalen Inspektionen zustimmte und dann die Inspektoren rauswarf. Die USA üben immer mehr Druck auf Saddam Hussein aus. Und der Diktator gibt nach. Im September 2002 dürfen UN-Inspektoren in den Irak einreisen. Die Suche nach tödlichen Kampfstoffen ist mühsam. Lässt der Diktator das Gift in Getreidefabriken und Futtersilos produzieren? Geht das Katz-und-Maus-Spiel mit den Waffeninspektoren der UN weiter? Die lassen alle Raketen mit mehr als 150 Kilometern Reichweite zerstören. Kampfstoffe aber finden sie keine. Ob Saddam Hussein an biologischen, chemischen oder sogar atomaren Waffen arbeiten lässt, bleibt unklar. Wir haben nach dem oder bei dem ersten Irakkrieg als Erkenntnis gewonnen, dass er nicht so weit entfernt davon war, eine Nuklearwaffe zu entwickeln. Deswegen stand er unter Verdacht. Saddam Hussein hat kürzlich versucht, große Mengen Uran in Afrika zu kaufen. Gerüchte über einen angeblichen Urankauf zirkulieren schon seit Jahren in Geheimdienstkreisen. 2001 taucht ein Dokument auf.
Es ist ein Vertrag über die Lieferung von 500 Tonnen Uran an den Irak, unterzeichnet und gestempelt vom nigrischen Präsidenten. Es war gespickt mit Fehlern und Lügen. Sie haben den falschen Namen benutzt, den eines früheren Außenministers einer vergangenen Regierung Nigers. Die Siegel auf dem Brief waren alle handgemalt. Es war eine sehr schlechte Fälschung. Ein italienischer Kontaktmann will die Dokumente dem französischen Geheimdienst verkaufen. Frankreich betreibt die Uranminen im Niger. Der französische Geheimdienstchef Pierre Brochand bekommt ein Angebot. Er soll eine hohe Summe für das Dokument zahlen. Wir waren sehr skeptisch und wir haben das Material nicht verbreitet, es noch nicht einmal gegenüber befreundeten Diensten erwähnt. Und vor allem konnten wir während dieser ganzen Zeit keine Urankäufe von Seiten des Irak feststellen. Pierre Brochand schickte Agenten nach Afrika, um der Sache nachzugehen. Die Minen des Niger. Hier wird Uran abgebaut. Der Rohstoff auch für Atombomben. Die Agenten berichten, Saddam Hussein habe nicht versucht, hier Uran zu kaufen. Das angebotene Dokument ist wertlos. Doch die Gerüchte halten sich trotzdem. Ich glaube, die Metapher von einem bösen Virus passt gut. Ein Virus, das irgendwann erschaffen wurde von zwei oder drei Personen. Dann wurde es zu einigen Geheimdiensten nach Frankreich, Deutschland und Großbritannien verbreitet. Es überquerte den Atlantik und am Ende gingen damit nur die USA und Großbritannien an die Öffentlichkeit. Wahrscheinlich, weil ihr Immunsystem schwächer war. Das Weiße Haus nimmt gierig alles auf, was über den angeblichen Urankauf im Umlauf ist. Denn es ist genau das, was man hier hören will. Mein Dienst hat dauernd versucht, die ganze Sache zu begraben. Immer und immer wieder. Einer meiner Kollegen sagte, es ist wie bei einem Maulwurf. Du haust ihm auf den Kopf, er verschwindet und plötzlich taucht er woanders wieder auf. Eines von vielen Beispielen für Gerüchte und Fälschungen, die einen Grund für den Krieg gegen den Irak liefern sollen. September 2002. Der britische Premierminister Tony Blair präsentiert dem Parlament Informationen des Geheimdienstes. In dem Bericht steht, dass der Irak chemische und biologische Waffen hat. Dass Saddam sie weiter produziert und dass es bestehende und aktive militärische Pläne zum Einsatz von chemischen und biologischen Waffen gibt. Sie können innerhalb von 45 Minuten eingesetzt werden. In seiner Rede vor dem Parlament sagt Blair, dass der Irak eine ernste Bedrohung für Großbritannien darstelle. Die Information kommt aus der damaligen irakischen Opposition. Die Partei INA will Saddam Hussein stürzen. Geführt wird sie von dem Exil-Iraker Iyad Alawi. Er will über einen Hauptmann der irakischen Armee von den Chemiewaffen erfahren haben, die Tony Blair in seiner Rede erwähnt hat. Man sagte uns, die seien innerhalb von 45 Minuten bereit. Mit was? Mit chemischen Waffen. Hat Ihr Hauptmann diese Waffen gesehen? Nein. Was hatte der Informant tatsächlich beobachtet? Er beschreibt nur, dass er versiegelte Kisten gesehen habe und vermutet darin chemische und biologische Waffen. Von Raketensprengköpfen, die hunderte Kilometer fliegen können, war nie die Rede. War Ihnen klar, dass sich die 45 Minuten lediglich auf Waffen mit kleinem Radius bezogen? Ja, das war mir klar. Blairs Behauptung stellt sich als falsch heraus. Beweise der Geheimdienste gibt es keine. Herbst 2002. Die US-Regierung ist zum Krieg entschlossen. Doch sie kann der Welt immer noch keine überzeugenden Gründe nennen. Es gab ja drei Argumentationslinien der Amerikaner.
Die eine war, dass Saddam Hussein mit Al-Qaida zusammenarbeitete. Das war aber ein Argument, was im Sicherheitsrat niemand ernst genommen hat, denn Al-Qaida als islamistische radikale Organisation und der zwar schlimme, aber säkulare Diktator hätten sich im Zweifel eher umgebracht, gegenseitig, anstatt miteinander zusammenzuarbeiten. Die zweite Linie war, dass Saddam Hussein versucht hätte, in Niger Yellow Cake, eine Vorstufe zum Bau von Atombomben, zu kaufen. Und da hatte ich von El Baradei, zu dem wie auch zu Blix ich sehr enge Beziehungen hatte, erfahren, dass das eine Fälschung war. Die dritte Linie war die Linie Curveball. Curveball, der irakische Chemieingenieur, der in Deutschland Asyl bekam. Die zweifelhafte und abgeschaltete Quelle des Bundesnachrichtendienstes. Plötzlich erinnert sich die CIA an seine Aussagen und versucht, wieder an ihn heranzukommen. Jetzt soll es schnell gehen. In Washington trifft CIA-Europachef Tyler Drumheller den Kontaktmann des Bundesnachrichtendienstes in einem Restaurant. Es war ein sehr ruhiger Ort und ein bisschen dunkel. Man konnte sich nach hinten setzen und reden. Wir waren gute Freunde. Es war ein schöner Abend und wir hatten sehr viel zu bereden. Und am Ende sagte ich, ach übrigens, die haben mir gesagt, ich soll dich nach Curveball fragen. Gibt es irgendeinen Weg, wie wir Zugang zu ihm bekommen? Es wäre wirklich wichtig. Und er sagte, frag bitte nicht, sie werden dir den Zugang nicht geben, weil er eine unbestätigte Quelle ist. Ich sage dir das unter uns. Ich persönlich denke, und ich habe mit dem Fall zu tun gehabt, dass er vielleicht ein Lügner sein könnte. Der CIA-Direktor George Tenet sagt, Tyler Drumheller habe diese und andere Warnungen nicht weitergegeben. Dezember 2002. Der US-Geheimdienst fragt offiziell beim BND an. Curveball scheint für die Bush-Administration der Kronzeuge gegen den Irak zu sein. Er soll sogar im US-Fernsehen auftreten. Es gab über den Residenten der amerikanischen Dienstes, CIA-Vertreter hier in Berlin, gab es eine Anfrage, die sehr schnell beantwortet werden musste, so wie es hieß, weil man beim Präsidenten und gegenüber dem Präsidenten in der Pflicht war. Und man hat uns dann gesagt, ja, wir brauchen innerhalb sehr kurzer Zeit, ich glaube 48 Stunden, eine Antwort und haben dann sehr stark gedrängt, dass sie die Informationen Curveballs, ich nenne ihn mal Curveball, nutzen durften. Die Amerikaner machen Druck auf die Bundesregierung. Sie wollen sofortigen Zugriff auf Curveball und geben den Deutschen 48 Stunden Zeit für eine Entscheidung. Und das war natürlich für uns eine ganz kritische Anfrage. Denn auf der einen Seite haben wir das sehr widerstrebend entgegengenommen. Denn man gibt nicht gerne Informationen weiter, die kritisch werden können für eine Quelle. Und vor allen Dingen in so einem Fall, wo man sozusagen einerseits vor einem möglichen Krieg stand. Auf der anderen Seite gab es natürlich eine enge Zusammenarbeit im Nachrichtendienst, im militärischen Bereich. Die USA sind unser engster NATO-Verbündeter. Und deswegen war das für mich auch eine politische Frage. Und wir haben dann sehr schnell das Bundeskanzleramt eingeschaltet. Und das Bundeskanzleramt hat dann koordiniert. Deswegen hat die Bundesregierung damals entschieden, dass der Präsident des BND einen Brief schreibt an seinen Kollegen, in dem er exakt unseren Erkenntnisstand wiedergibt. Exakt. Was er getan hat. BND-Chef August Hanning warnt in diesem Brief vor den Informationen Curveballs. Auch in der Folge unternommene Anstrengungen, die Informationen zu verifizieren, blieben ohne Erfolg. Mein Fazit ist, dass bisher kein Dritter ähnliche Angaben wie unsere Quelle geliefert hat und diese Erkenntnisse nicht als verifiziert gelten können. Und Deutschland weigert sich weiterhin, den Amerikanern den irakischen Informanten zu überlassen. Die CIA sagt später, Hannings Brief habe das Büro von Tyler Drumheller nie verlassen.
George Tenet hat gesagt, er habe diesen Brief nicht erhalten. Hat er aber. Aber er sagt, er habe nicht. Doch, er hat. Ich sage, er hat. Sie können mein Wort neben das von George Tenet stellen. Ich würde nicht sagen, dass er lügt, aber ich weiß, dass er diesen Brief gesehen hat. Woher wissen Sie das? Weil ich ihm den Brief gesendet habe. Jedenfalls ist der Brief auf offiziellen Wege an die US-Seite weitergeleitet worden. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass solche wichtigen Briefe dann irgendwo auf dem Dienstweg verschwinden. Aber ich kann das nicht abschließend beurteilen. Washington, einen Monat später, Januar 2003. State of the Union, Ansprache des Präsidenten an die Amerikaner. Mr. Speaker, the President of the United States. Präsident Bush kommt mit alten Vorwürfen, aber er kündigt neue Erkenntnisse an. Die Vereinigten Staaten werden den Weltsicherheitsrat einberufen, um die andauernde Gefahr durch den Irak zu erörtern. Außenminister Powell wird Informationen präsentieren über Iraks illegales Waffenprogramm und seine Versuche, diese Waffen vor den UN-Inspektoren zu verstecken, sowie über die irakischen Verbindungen zu Terrorgruppen. Die USA lassen bereits seit Wochen Truppen aufmarschieren. Flugzeugträger, Kampfjets, 250.000 Soldaten haben einen Marschbefehl zum Persischen Golf. Und sie suchen Alliierte für einen Krieg gegen den Irak, eine sogenannte Koalition der Willigen. Das geht alle freien Nationen etwas an. Wir bitten sie, sich uns anzuschließen. Und viele machen das auch. Aber der Kurs unserer Nation hängt nicht von den Entscheidungen anderer ab. Die Entschlossenheit Bushs bringt Deutschland in ein Dilemma. Mit den USA in einen Krieg gegen den Irak ziehen oder dem Bündnispartner die Solidarität verweigern? Die rot-grüne Bundesregierung lehnt einen Militäreinsatz ab. Wir wollten das Bündnis ja nicht kündigen. Wir waren in der Situation, dass unser wichtigster Verbündeter dabei war, nach unserer Meinung einen Riesenfehler zu begehen. Aber das hieße nicht, dass wir deswegen das Bündnis aufkündigen würden. Das war nie eine Debatte und insofern waren wir in der schwierigen Lage, dass wir auf dünner Linie uns zu bewegen hatten. Das Verhältnis zu Amerika ist gespannt wie selten zuvor. Ausgerechnet in dieser Situation hat Deutschland den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. New York, Anfang Februar 2003. Außenminister Colin Powell, CIA-Chef George Tenet und einige Berater sitzen im Waldorf Astoria Hotel zusammen, um die von Bush angekündigte wichtige Rede auszuarbeiten. Powell soll vor dem Sicherheitsrat Beweise für Massenvernichtungswaffen in der Hand von Saddam Hussein präsentieren. Die lang gesuchte Begründung für einen Krieg. Ich saß da mit CIA-Direktor Tenet bis 2 Uhr oder später. Die Atmosphäre war ernst. Wir wussten, wir mussten es nicht nur richtig machen, sondern es musste perfekt sein. Hat Colin Powell die Geheimdienstinformationen über Massenvernichtungswaffen vor seiner Präsentation in Frage gestellt? Der Außenminister hat sie nicht nur einmal, sondern immer wieder intensiv in Frage gestellt. Er war persönlich involviert. Er wusste um die Bedeutung dieser Rede für die ganze Welt. Die Nacht vor der Rede. Tyler Drumheller bekommt einen Anruf vom CIA-Chef. Ich war zu Hause, meine Tochter ging ran, es war schon sehr spät und sie sagte, oh Dad, es ist Mr. Tenet. Er war in einem Hotel bei der UNO und sagte, er sei sehr müde, sie seien seit 72 Stunden wach, er brauche eine Telefonnummer. Kurz bevor er auflegte, sagte ich, hey Boss, diese deutschen Berichte über Curveball, stell sicher, dass die aus diesen Berichten nichts zitieren. Mit den Berichten gibt es viele Probleme. Und er sagte, ja, mach dir keine Sorgen, wir haben hier alles unter Kontrolle. George Tenet sagt, er kann sich daran nicht erinnern, dass sie ihm das gesagt haben. Ich glaube, einer von uns beiden sagt hier nicht die Wahrheit. Ich bin mit mir im Reinen. Auch die deutsche Delegation bereitet sich auf die Sitzung vor. Fischer und sein Team fragen sich, ob Powell eine groß angelegte Präsentation zeigen wird. Die Atmosphäre war sehr angespannt, schon in den Tagen davor. Und irgendwann sagte ich, komm, ich rufe an. Also habe ich Colin Powell angerufen und mit ihm gesprochen. Und da war klar, da wird nichts dergleichen kommen. Ich wollte auch schon mal vorfühlen.
Und wir fuhren mit großer Delegation mit. Wir waren auf alles vorbereitet, auch der BND war mit Experten mit dabei und es gab einen direkten Draht. Paul versuchte offenbar, die deutsche Delegation zu beruhigen und seinen Auftritt herunterzuspielen. Uns ging es darum, den Krieg abzuwenden, und dafür haben wir auch gearbeitet, innerhalb und außerhalb des Sicherheitsrats. CIA-Chef George Tenet und US-Außenminister Colin Powell betreten den Sicherheitsrat. Es ist der 5. Februar 2003. Jede Aussage, die ich heute hier mache, ist durch Quellen abgesichert. Überprüfte Quellen. Das sind keine Behauptungen. Wir geben Ihnen heute Fakten und Ergebnisse aus soliden Quellen. Der US-Außenminister präsentiert ausgerechnet Curveball als sichere Quelle. Jenen irakischen Chemieingenieur, dessen Aussagen von den Geheimdiensten niemals bestätigt werden konnten. Die Quelle war ein Augenzeuge, ein irakischer Chemieingenieur, der die Fabriken überwachte. Er war anwesend bei der Produktion von Biowaffen. Ich war nicht überrascht, dass er auftauchte, sondern wie er auftauchte. Also, dass das Fakt war, Gewissheit. Wir hatten einen völlig anderen Erkenntnisstand. Colin Powell sagte, Sie, die Quelle, seien während der Produktion von Biowaffen anwesend gewesen. Waren Sie anwesend? Nein. Die Quelle war auch anwesend, als 1998 ein Unfall passierte. 12 Techniker starben durch Biowaffen. Waren Sie da, als der Unfall passierte? Nein. Man sah an den versteinerten Gesichtern, dass diese Rede nichts war, was überzeugte und was die Beteiligten, sagen wir mal, guten Gewissens dort vorgetragen haben. Wir haben Beschreibungen aus erster Hand von biologischen Waffenfabriken auf Rädern und Schienen. Die Labore sind mobil, um sie besser vor den UN-Inspektoren zu verstecken. Wir haben damals gewusst, dass das, was Colin Powell dort vortrug, insbesondere die fahrbaren Biolabors, nicht den Tatsachen entsprechen konnte. Und wir haben aber nicht geglaubt, dass er dort bewusst die Unwahrheit sagte, denn Colin Powell war ein Außenminister, der als Persönlichkeit bei allen sehr beliebt war. Sie haben Zeichnungen gemacht von den mobilen biologischen Waffenfabriken auf Lastwagen. Haben Sie die erfunden? Ja. Und Sie haben sich auch ein Modell dieser Lastwagen ausgedacht? Ja. Und nochmal, haben Sie das auch erfunden? Powell mochte die Zeichnungen nicht. Er wandte sich an Mr. Tenet und sagte, George, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich mit diesen Zeichnungen da rausgehe. Hast du keine Fotos, keine realen Bilder von diesen Dingen? Und Tenet zuckte mit den Schultern und sagte, Herr Minister, nein, haben wir nicht. Ich habe im Büro den Fernseher angemacht. Sie haben das benutzt, den ganzen Curveball-Kram. Moment mal. Paul hatte auch Zeichnungen von mobilen LKW mit Biowaffen. Das hat den Eindruck gemacht, als wären sie genau nach Curveballs Aussagen gezeichnet. Das stimmte alles nicht? Nein. Alles Lügen? Ja. Die US-Regierung hatte die Skizzen von Curveball aufmotzen lassen. Bis ins Detail. Alles erfunden. Schieben Sie es auf mich. Ich war's. Ich habe im Weißen Haus darum gebeten, die Grafiken anzufertigen. Es waren Curveballs Aussagen, die den Außenminister und die Geheimdienste davon überzeugten, dass Irak mobile Waffenlabore hat. Seine Augenzeugenberichte über diese mobilen Labore werden durch weitere Zeugen bestätigt. Gibt es Erkenntnisse, die die USA ihren Verbündeten vorenthalten hatten? Das war mir neu. Und ich war einerseits überrascht über die Detailtreue des Vortrags, und es war ja doch recht detailliert, auch die Beschreibung des Informanten. Das hat uns schon gestört und geärgert. Und ich habe dann sofort unsere Vertreter in Washington angewiesen, nachzufragen bei den Amerikanern, wer denn das bestätigen könne,
ob das verlässliche Quellen seien, wie denn überhaupt dieser Vortrag zustande gekommen sei. Bei dieser Sitzung, die ja auch ein Stück weit Drama war, waren die Entscheidungen aber alle schon gefallen. Mir war klar, das ist ein gewollter Krieg. Wir gehen Richtung Krieg und es muss ein Wunder passieren, um George Bush von dieser Linie abzubringen. Ich habe sehr früh in New York erfahren, wie das wie die Entscheidungsfindung zum Teil abgelaufen ist. Das hat doch eine gewisse Enttäuschung hervorgerufen. Denn daraus ergab sich ganz klar, dass die amerikanische Regierung genau wusste, was sie tat und dass die Informationen, die sie der Weltöffentlichkeit, aber natürlich in erster Linie der eigenen Öffentlichkeit, der Fernsehen vermittelt hat, eben falsch waren. Das war, was Psychologen Gruppendenken nennen. Das ging so. Wir wissen alle, dass er Massenvernichtungswaffen hat. Auf die Details kommt es jetzt nicht an. Wenn unsere Truppen erst mal da sind, finden wir sie sowieso. Aber das war unsere Einschätzung, die wir gewonnen haben, dass hier etwas fabriziert wurde, um den Krieg nach Irak zu tragen. Nur 3 Tage später im Irak. UN-Waffeninspektoren versuchen, die von Powell beschriebenen Biowaffen zu finden. Sie durchsuchen die Fabrik in Jerf al-Nadaf, in der Curveball die mobilen Labore gesehen haben will. Was haben Sie dort gefunden? Viele Getreidekörner, viel Mais und sonst rein gar nichts. Das Gebäude war sehr stark verstaubt. Es gab ein paar alte Gerätschaften, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals zur Produktion von Biowaffen taugten. Ich weiß nicht, wann da zum letzten Mal Leute drin waren. Ich war zumindest der Erste seit einer langen Zeit. Völlig ausgeschlossen, dass hier Biowaffen produziert wurden. Darüber war ich wirklich sehr enttäuscht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 8. Februar wird Joschka Fischer das deutsche Nein zum Krieg verteidigen. Es kommt zum Showdown zwischen ihm und US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that. Das war eine Atmosphäre, die mich ehrlich gesagt auch unglaublich genervt hat. Das war so eine Mischung aus Herrenclub und Einverständnis, wenn Donald Rumsfeld dort sprach. Und es waren alle, nenne keine Namen, aber alle, die da rumsaßen, das hatte was von der Kriegstreiberkonferenz an sich. Und ich war der Meinung, da muss ich jetzt mal dagegen halten. Und ich hatte eine vorbereitete Rede. Es wurde zwar übersetzt, aber irgendwann bin ich dann ins Englische umgeschwenkt. Und das war dieser Satz. Knapp 6 Wochen später. In der Nacht vom 19. auf den 20. März schlagen amerikanische Marschflugkörper in Bagdad ein. Die USA führen Krieg gegen den Irak. Nicht einmal einen Monat benötigt die Koalition der Willigen, um das gesamte Land einzunehmen. Der Diktator Saddam Hussein ist gestürzt. US-Spezialisten haben jetzt freie Bahn. Sie durchkämmen das ganze Land. Trotz intensiver Suche finden die Experten keine Massenvernichtungswaffen. Alle Berichte der Geheimdienste erweisen sich als falsch. Der britische Geheimdienst MI6 spürt einen Taxifahrer in einem kleinen Ort in Jordanien auf. Er war einer der Informanten für die Berichte über Massenvernichtungswaffen im Irak. Wie sich herausstellt, hat er nur gehört, wie sich 2 irakische Generäle auf dem Rücksitz über Chemiewaffen unterhalten haben, mehr nicht. Dieser Fall zeigt, wie wenig die angeblichen Beweise einer ernsthaften Überprüfung standhielten. Erst 1 Jahr nach der Invasion im Irak verhören CIA und MI6 ihren Kronzeugen Curveball zum ersten Mal selbst. Es gab keine Übereinstimmung zwischen Satellitenfotos und Curveballs früheren Schilderungen von geheimen Waffenlaboren.
Curveball sagte, das ist eine Manipulation. Unser Mann antwortete, nein, das ist nicht manipuliert worden. Und Curveball sagte, ich glaube, ich habe bereits alles gesagt. Ich sagte doch, dass es ein Fehler war. Das war das Letzte, was er zu Ihnen gesagt hat. Und was war der Eindruck Ihres CIA-Beamten? Er rief mich direkt danach an, auf einer sicheren Leitung, und sagte, dieser Mann ist ein Schwindler. Ich glaube, er hat sich das alles ausgedacht. Die CIA erklärt danach Curveball offiziell zum Lügner. Eine Woche später tritt CIA-Chef George Tenet zurück. George Bush spricht später von einem Versagen der Geheimdienste im Irak. Dies bedauere er am meisten an seiner Amtszeit. Doch es war der Druck aus dem Weißen Haus, der dazu führte, dass die Geheimdienste nur die Ergebnisse produzierten, die der Präsident und sein Führungsteam forderten. Der Term cherry-picked has been the most consistent term. Ja, man hat sich wohl immer die Rosinen herausgepickt. Es gab eine durchgehende Tendenz, nur jene Informationen zu finden, die bereits vorgefasste Positionen unterstützt haben. Falsche, aber passende Informationen wurden schnell hochgereicht, andere gleich aussortiert. Amerika zog in den Krieg gegen den Irak auch wegen Curveball, der gelogen hat, um in Deutschland ein neues Leben beginnen zu können. Und seine Unwahrheiten wurden gerne geglaubt. Der Irakkrieg fußte auf einer Lüge. Und diese Lüge kam von Ihnen. Yes. Ja. Colin Powell hat den Auftritt vor dem Sicherheitsrat später als Schandfleck seiner Karriere bezeichnet. George Bush gewann die Wahl 2004 knapp und bekam eine zweite Amtszeit. Curveball hat mittlerweile einen deutschen Pass und lebt von Hartz IV. Durch den Irakkrieg starben nach Schätzungen 160.000 Menschen. Das Land ist bis heute nicht befriedet.